Herzlich willkommen zu Märkte und Macher, dem Wirtschaftsmagazin auf NTV. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Marmor, Stein und Eisen bricht. Und schuld ist zumindest bei letzterem meist der Rost. Die Schäden an Brücken, Häusern, Autos und Schiffen durch Korrosion sind enorm. Abhilfe schaffen sollen Rostschutzmittel, bisher aber nur mit mäßigem Erfolg. Dem will ein innovatives Unternehmen aus Hamburg ein Ende bereiten. Wenn Wasser und Metall aufeinandertreffen, rostet es. Früher oder später. Allein in Deutschland entsteht durch Rost jährlich ein Schaden von über 140 Milliarden Mark. Rostschutzmittel werden auf Metall aufgetragen und sollen die Oxidation verzögern. Doch je nach Wetterlage entstehen bereits nach wenigen Jahren wieder die braunen Stellen auf dem Stahl. Eine Lösung des Problems scheint die Firma Ormicon Chemie gefunden zu haben. Sie hat ein Mittel entwickelt, das bis zu 5-mal länger vor Rost schützt als herkömmliche Anstriche. Das Ergebnis 20-jähriger Forschung ist organisches Metall. Der organische Kunststoff hat die Eigenschaft von Edelmetallen und ist deshalb leitfähig. Nach dem Auftragen des Rostschutzmittels Corpasiv kommt es zu einer chemischen Reaktion. Diese verhindert, dass Sauerstoff das Metall angreifen kann. Die Bildung von Rost wird verlangsamt. Eine Innovation mit großem Potenzial. Der Gesamtmarkt bei Korrosionsschutzlacken liegt bei etwa 15 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit anderen Korrosionsschutztechniken vermutlich deutlich über 20 Milliarden Dollar. In den ersten Jahren, vielleicht in den nächsten 10 Jahren, werden wir sicherlich nicht mehr als nur ein paar Prozent erzielen können. Später vielleicht mehr. Schiffsausrüster wie die Hamburger Firma Schäferling haben erste Erfahrungen mit dem neuen Rostschutzmittel gemacht. Also unsere Kunden, die Segler, die Skipper, die ihre Metallteile auf den Schiffen damit bearbeitet haben, waren sehr zufrieden. Die haben gute Resultate erzielt und auch deutlich bessere, als es früher möglich war. Bisher war noch kein deutscher Chemiekonzern bereit, das organische Metall zu produzieren. Nun wird die deutsche Innovation vom amerikanischen Chemieriesen DuPont hergestellt. Einerseits wir Deutschen generell, andererseits natürlich Experten in Industrieländern über die ganze Erde verteilt, skeptisch gegenüber allem Neuen sind. Man will zwar immer das Neue haben, aber man will es ja nicht selber einfinden, man will nicht selber das Risiko eingehen, sondern man wartet, bis es andere gemacht haben. Und das ist eben ein ganz wichtiger Bremsfaktor, der mir sehr viel Sorgen macht. Als Rostschutzmittel hat das organische Metall derzeit nur geringen wirtschaftlichen Erfolg. Vor allem beim Beschichten von Leiterplatten wird die Substanz eingesetzt. Weil auch hier deutsche Firmen bisher wenig Interesse zeigten, kooperiert Ormicon mit einer koreanischen Firma. Das norddeutsche Unternehmen beschäftigt 20 Leute und sieht seine zukünftige Rolle vor allem als Lieferant von Ideen. Wir haben eigentlich nicht vor, ein großes Produktionsunternehmen zu werden, sondern wollen uns auf Forschung und Entwicklung und Anwendungstechnik für die Einführung der Technologien in den Märkten konzentrieren und im Prinzip unsere Technologie lizenzieren. Und mit dem Lizenz- und Kooperationsvertrag mit DuPont haben wir da einen ersten wichtigen Schritt getan, wollen aber auch zusammen mit DuPont weitere Lizenzen vergeben. Mit seinen Innovationen konnte Ormicon bis jetzt noch keine Gewinne einfahren. Weltweit besitzt der Mittelständler 220 Patente. Um seine Produkte auf dem Weltmarkt durchzusetzen, will sich die kleine Chemiefirma weiterhin starke Partner suchen. Diese Sendung präsentierte Ihnen